Und herzlich willkommen an, Freunde, zu Pokémon Mystery Dungeon Part 4. Ja, in der letzten Folge haben wir Tengulis und Papunga gerettet. Und in dieser Folge werden wir Zapdos bezwingen. Genau, das werden wir heute machen. Ich mache jetzt die Parts immer so, dass man am Anfang den Hauptdungeon macht. Und danach mache ich nur noch Nebenmissionen. Deshalb kann man dann danach ruhig abschalten, wenn man keine Lust hat, den ganzen Part zu schauen. Ja, ich trainiere dann immer nach dem Part. Beziehungsweise nach dem Hauptpart. Und den Nebenpart, den werde ich dann einfach so nehmen. Mogelbaum. Wieso ist Mogelbaum hier im Team? Egal. Wir nehmen... Wo ist mein Tarnel? Hier ist mein Tarnel. So. Gut. Ich hoffe, der erlernt auch noch was. Das wäre nämlich auch ganz praktisch. Auf jeden Fall. Moritz, diesmal werden wir Tengulis garantiert retten. Geben wir unser Bestes. Okay. Oh, Tuska ist schon direkt neben uns. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Aber der ist auch schnell weg. Ja. So, hier haben wir noch ein paar Stöcke. Okay. Wir gehen mal hier oben lang. Oh, Dampfeplex. Komm, ich hätte dich ganz gerne mit dabei, aber du willst nicht. Okay. Boah, ich habe echt ein bisschen Angst wegen Enton, weil das ist nicht sein Dungeon. Da kommt jemand. Tuska kommt. Komm, Tuska, komm in mein Team. Oh ne, jetzt hat er mich vergiftet. Ja, komm, dann mach das mal. Wenn du Lust dazu hast. Dann kann ich dich ja nicht da aufhalten, ne? Und ich sehe schon, mein Enton hat leider schon keine Wasserattacke mehr. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil Wasser bringt hier eh nicht ganz so viel. Ne? Ja. Trotzdem hätte ich noch ganz gerne, dass sich ein paar Leute bei mir dingsen, ne? Sich mir anschließen. Ich glaube, Tauros, den hole ich gleich. Ah, stimmt. Ich könnte die Items auch mal langsam hier mal verteilen. Unfähigkeitsschall, was ist das denn? Macht die Fähigkeit seines Trägers unwirksam. Wow. Sein Träger hilft Freunde in Not. Wird ein naher Mitstreiter mit niedriger KP angegriffen, nimmt der Träger den Schaden auf. Okay. Das ist alles nicht so cool. Ist echt nicht cool. Schützer ist das gleiche, ne? Nee, machen wir nicht. Will ich nicht. Ich will nicht, dass sich hier irgendjemand vor einem schützt. Weil ein Donnerblitz und mein Enton ist tot. Ne, Palenia? Ja, ich will auch nicht sterben. Ich weiß. Ich weiß. Aber da ist die Treppe. Das ist schon mal gut. Dann holen wir uns noch schnell Tauros. Wir müssen hier noch an Nidoran. Ah, ne, ist gar nicht Nidoran, ne? Ist Nidorina, oder? Ich weiß es halt gar nicht. Auf jeden Fall bin ich tot. Mini will lieber sagen. Hey, die heilt auch komplett. Was ist denn der Unterschied? Macht die keine AP? Also stellt die keine neuen AP wieder her? Oder was ist los? Oh, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Nein. Item nicht verwenden. Egesamt. Oh Gott. Danke. Hallo, Tauros. Hier, komm doch mit. Ja. Oh. Schön, ne? 17, oh mein Gott. Ja, möchte ich. Cool, Tauros. Dann wollen wir noch das Item da hinten. Oh, dann ja, mein Gott, du darfst es, Tauros, du bist neu. Dich hätte ich auch noch ganz gerne im Team. Im Team. Weil dich können wir gut opfern gegen Zapdos. Kommst du mit? Nein, kommst du nicht? Okay, dann nehme ich das Geld aber mit. Denn Geld ist cool. Nicht nur in der Pokéwelt, sondern auch in der realen Welt. Obwohl, die Pokémon-Welt ist doch real, oder? Ich
bin doch jetzt in der Pokewelt angekommen. Ich hole mir das Item da unten, aber da kommt irgendwie was. Ein Fritzelblitz. Oh nee, Aquaknarre, hör auf mit der Aquaknarre. Anton. Anton. Mein Gott, ey. Wer kommt da? Nidoran. Ach nee, ist echt Nidoran. Okay. Ich dachte, das wäre kein Nidoran. Hier haben wir die Treppe, Schlafsamen, okay. Weitergehen. Donnerberg. So, Sichtsam, ja. Was ist denn das da? Ein Dampierplex, okay. Komm. Oh. Boah, der macht 30 Schaden mit Tackle. Du bist ja einer. Nice. Energieweiß habe ich sogar. Cool, ja. Cool, cool, cool. Verpflegung. Ah, oh, super. Oh, das ist gut. Mein Schatzi. Okay. Blut. Okay, nicht getroffen. Oh, Egelsamen. Okay, perfekt. Wir gehen, glaube ich, geradeaus. Ach, da oben ist das Item. Ich war gerade verwirrt. Verwirrt. Ja, weitergehen. Ebene 5. Hier haben wir noch ein Band. Schützerband, Bandana. Ja, im Notfall muss Anton abhauen. Hört sich jetzt gemein an. Ist es wahrscheinlich auch. So. Nidoran, kommst du in mein Team? Dann kannst du Zapdos vergiften. Das wäre doch cool, oder? Nee, okay. So, nochmal Steine. Oh, ich brauche die Steine nicht, ey. Tuska wäre auch noch ganz cool. Fassade. Aquaknarre. Weg mit dem. Und dann noch ein zweites Dampfierflex. Ego-Trip. Oh, oh. Alter, Anton, ne? Hör auf. Hör auf mit deinem Dings, die da zu spielen. Was willst du da? Apfel. Oh, super. Palenia, Apfel ist super. Wir brauchen noch mehr Äpfel. Wir brauchen ganz, ganz viele Äpfel. Ne, Tuska? Du willst auch einen Apfel haben. Genau, ich wusste es doch. Du willst mitkommen. Ja. Oh, Levelaufstieg. Ich? Nee, Palenia. Schade. Oh, dann wechseln wir mal hier. Oh, hier ist die Treppe. Perfekt. Sind jetzt zu fünft, oder? Nee, zu sechs. Okay. Dann gehen wir hierher. Ja, komm. Komm, Taboga. Vielleicht kriegen wir dich ins Team. Das wäre cool. Oh. Liebe Wind ist jetzt nicht ganz so cool. Oh, Sandfieb ist auch nicht ganz so cool. Nice. Gut gemacht, Anton. Ich bin stolz auf dich. Ja, supi. Egal. Okay, Anton holt die Items. Oh, 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 oh. Ja. Ach, vielleicht war es nicht ganz so schlau. Weil Adi ist ja auch Stahl. Ne? So. Ach so, das Item da hinten, das willst du nicht, oder was? Böser einer. Tauro. Ich weiß noch nicht, ob ich das mitnehmen soll. Auf jeden Fall, Sammelbox, esse ich jetzt einen Apfel. Wir haben ja hier so viele Apfel. Oh, doch nicht. Mal gucken, wie voll dann dein Magen wird, wenn man einen kleinen Apfel isst. Oh, okay. Nicht sonderlich viel. Obwohl da oben sind die Äpfel wahrscheinlich.
Oh, er ist. Oh Gott, er kämpft gegen ein Vulcano. Achso, hat er besiegt? Supi. Gut gemacht. Luxusbox. Hier haben wir eine Amarena-Beere. Da haben wir einen Skorpion. Und einen Apfel. Super. Super. Äpfel sind super, Leute. Genau, nimm den mit. Das nehmen wir auch mit. Dann ein Taboga. Oh Mann, ich dachte, es kommt zu mir. Naja, falsch gedacht, aber der schafft das auch so. Kann ich dem auch einen kleinen Apfel geben? Tatsächlich. Cool. Dann komm mit. Ja. Ja, du kannst auch. Ne, glücklich sein, dass wir dich gerettet haben. Oh Gott. Fassade. Ich muss weitergehen. Ja, Moritz. So. Ein Voltensum ziehen wir auch noch. Richtig cool. Oh, der heilt sich und ist es weg. Okay. Okay. Das ist aber ein kleiner Dungeon hier. Hat nur 4 Räume. So, 8. Oh. Nee. Oh, 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 oh. Muss mal Tuska wegschieben. Weil Feuer ist nicht. Oh, gut. Weg mit dem Vulcano. Gut. Gut gemacht. Oh, da unten wäre noch ein Shop. Vielleicht gucken wir uns den gleich mal an. Etikett. Oh Gott. Oh mein Gott. Lichtschild. Interessant. Doppelkick. Ja! Geil. Etikett ist natürlich mega cool. Ja, möchte ich. So, da haben wir noch einen Apfel. Dann gehen wir mal hier ganz, ganz schnell rein. Und ich muss auch jetzt was essen. Deswegen Sammelbox. Apfel. Essen. Moritz. Donnerstag. Oh, oh, oh. Okay, habt ihr gut gemacht. So, kleiner Apfel. Was hast du da unten gefunden? Geld? Okay. Windstoß. Aua. Das hat weh. Das tat weh. Oh, schnell hier rein. Hier haben wir nochmal Geld. Und weiter geht's. Da ist ein Vulcano. Lassen wir mal hier hinkommen. Boah, alter Tuska. Du bist ja mega gut. Hallo Skorkler. Ich hätte dich ganz gerne im Team. Weil du fehlst mir noch hier in meiner Liste hier. Oh mein Gott. Energieball macht ja richtig viel Schaden. Elektroball meinte ich. Alter Schwede, Elektek. Bist du ein Monster? Oh, Spezialband. Ich guck mal eben kurz, was das macht. Das erhöht den Spezialangriff seines Trägers, wird dessen stärker gewinnt. Okay, geben. Spezialangriff. Ja gut, haben wir jetzt eigentlich fast gar nichts mehr, ne? Aber Blut werde ich nachher natürlich nochmal auffrischen. Hm? Da kommt was? Ein Vulcano. Okay. Vulcano, kommst du in meinem Team? Ja? Nee. Okay, dann nicht. Egal. Zumindest bekomme ich Level up. Ich habe noch keine einzige Attacke neu erlernt, ne? Fällt mir gerade ein. Das ist auch seltsam. Aber ich möchte das Item da unten holen, weil vielleicht ist es ein Apfel. Äpfel sind immer toll. Ne? Was ist es? Oh, das Geld. Okay, dann gehen wir hier rein. So. Oh. Wir sind jetzt schon ziemlich weit oben. Bis zum Gipfel sollte nicht mehr viel fehlen. Ich glaube, bis zum Gipfel sind es dann jetzt nur 3 oder so. Oh, sieh nur, Moritz.
Das ist eine Kamgama-Statue. Sie ist sehr nützlich, da sie dir das Verwalten deiner Sammelbox ermöglicht. Ideal also, wenn du deine Items ein bisschen ordnen möchtest. Aber genug dazu. Wir sind gleich am Ziel, jetzt nur nicht nachlassen. Okay, dann gucken wir mal, welche Items wir lagern, bevor wir sterben. Obwohl, wir haben echt viele Beleber-Dinger. Ich glaube, die lasse ich auch drin. Ja. Items annehmen, möchten wir was annehmen? Vielleicht nehmen wir nochmal einen Apfel mit. Oder perfekter Apfel. 2. So, okay, dann. Dann können wir los, oder? Würde ich sagen. Ja. Weitergehen. So, Donnerberg-Gipfel. Jetzt wird es etwas gefährlicher, aber wir haben ja Elektek noch dabei. Das heißt, es geht auf jeden Fall. Es geht klar. So, was haben wir oben? Stöcke? Ah, ne. Das war nur... schafft ihr das? Ja, ne? Gut. Sehr gut. So, ich find's so lustig, wenn man die Leute hier herumschiebt. Ist echt funny. So, hallo. Oh Gott. Oh, Anton hat seine Sachen wieder. Ich auch. Gut. Dann haben wir nochmal Kohle. Und eine Taubsame. Dann müsste da unten irgendwo die Treppe sein. Hallo, Voltenso. Gut. Donnerzahn. Oh Gott, aua. Nice. Oh, Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. 11 sind wir. Jetzt kommt 12 und 13 ist es, glaube ich. Achso, da ist ein Gegner. Oh, den habe ich nicht gesehen, Leute. Aber das schafft ihr, oder? Nice. Wir sind unbesiegbar mit unserer Armee. Außer wenn er jetzt hier Energieball macht. Gott, wie hieß er bei Elektroball macht. Dann ist einer tot. Aber haben wir noch geschafft. Sehr, sehr stolz bin ich. Ja, weitergehen. Oh Gott, wir sind am Gipfel. Wir haben den Gipfel erreicht. Hey, Zapdos, versteckst du? Wir sind hier, um Tengule zu retten. Los, sag dich. Ich hab euch gewarnt. Ich werde keine Gnade zeigen. Ich hab Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst, hörst du? Zapdos, lass den Gules frei. Vor dir steht nämlich ein Retter, dem. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten. Doch jetzt werdet ihr ihn zu spüren bekommen. Meinen grenzlosen Zorn. Okay, jetzt kämpfen wir hier mit allen. Gegen das Viech. Ist mega lustig, glaube ich. Himmelsfeger. Oh. Ich hoffe, er greift nicht mich damit an. Oh, aber ich... Oh. Dampfreflex. Mini-Belebersamen. Wir haben ja noch genug. Wir werden einfach weiter angreifen. Tauros. Wie soll denn Tauros greifen? Achso, Adi. Ja, komm mal. Und wir werden weiter angreifen, Leute. Flucker, perfekt. Pixar, aua. Also irgendwie kann er zwei Leute angreifen. Ich finde es auch ganz gut, dass sie jetzt irgendwie eine längere, also eine größere Range haben. Dass der Angriff dann auch erfolgt. Alter, das dauert so lange, bis ich hier auch mal Blut machen kann. Ist echt lustig. Echt lustig. Aber ich glaube, das haben wir, oder? Dampfreflex macht Hypnose. Ist mega gut. Ich mach Blut. Dadurch brennt er. Jetzt ist er aufgewacht. Aber Dampfreflex kann gleich vielleicht nochmal Hypnose machen. Und geschafft? Lol.
Das war ja was. Ja! Was geschieht hier? Jetzt bin ich sauer. Ja. Hast du noch nicht genug? Komm nur her. Oh, genug. Der Kampf ist vorbei. Ich hab mich beruhigt. Ihr könnt Tengulis wieder mitnehmen. Ihr Kinder habt mich beeindruckt. Doch seht euch vor, das nächste Mal werde ich es nicht so leicht machen. Ihr werdet meine ganze Kraft zu spüren bekommen. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und hart trainieren. Ja, tschüss, Zappi Dorsi. Oh, das Tengulis. Seht mal, der Tengulis. Geht es dir gut? Aber ja doch, mehr oder weniger. Bin ich vielleicht froh, dass du wohl auf bist? Das war echt spektakulär. Diesem Zapdos habt ihr es gezeigt. Ganz meiner Meinung, du bist ganz schön stark für ein einfaches Feuerriegel. Schon bei unserer ersten Begegnung habe ich es gespürt. Du bist kein Pokémon, nicht wahr? Wie kommst du da drauf? Aber du hast recht, Moritz ist tatsächlich kein Pokémon. Hallo, Palenia, wieso plauderst du mein Geheimnis aus? Moritz ist ein Mensch, hallo? Palenia, hör auf. Was? Ein Mensch? Aber ist so etwas denn überhaupt möglich? Er kann es sich auch nicht erklären. Er wachte eines Morgens auf und war ein Pokémon. Und obendrein hat er jede Erinnerung an seine Zeit als Mensch verloren. Oh, wartet mal. Lombrero hat neulich auf dem Platz etwas dazu gesagt. Er meinte, Simsala wisse alles. Simsala, weißt du, warum Moritz ein Pokémon wurde? Nein. Auch ich weiß es nicht. Oh, schade. Ich dachte, du könntest es uns sagen. Wobei. Es gibt einen Weg, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Echt, und er wäre? Begibt euch zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das den ganzen Tag in die Sonne blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könne in die Zukunft sehen. Satu ist sein Name. Er sollte Licht in diese Angelegenheit bringen können. In Ordnung. Nichts wie auf zu Satu. Moritz, lass uns zum Berg der Vorzeit gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Kehren wir zur Basis zurück. Tengulis, kommst du? Wir müssen uns sputen. Ja. Ich komme. Okay, die gehen schon mal vor und ich weine, weil er mein Geheimnis ausgeplaudert hat. Moritz! Hä? Willst du etwa Wurzeln schlagen? Los, lass uns nach Hause gehen! Okay. Oh, die labern jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. Simsala, ich kenne dich jetzt lange genug. Mein Gefühl sagt mir, dass du eben nicht ganz ehrlich zu ihnen warst. Du weißt etwas, nicht wahr? Es gibt da etwas, was mich beunruhigt, aber das behalte ich vorerst für mich, um ihretwillen. Oh oh. Simsala hat ein Geheimnis. Oh Gott, Intensivticket. Na egal, kann ich verkaufen. Tauros, yeah! Ja, möchte ich. Nein, möchte ich nicht. Dampfiflex, du kommst auch mit ins Team, ne? Ja. Nein. Tuska, ja. Ja, guck mal, wir haben drei neue Teammitglieder. Das ist so gut, oder? Ja, du kommst aber nicht mit. Sorry. Nein, dich brauche ich nicht. Du kannst mir lieber dein Geld geben. Oder es war aber wenig Geld. Kann er sich. Oh, guck mal, vier Mitglieder. Electric ist natürlich super stark mit Level 30. Am nächsten Morgen.
Oh, schon wieder kein Traum. Was ist das denn hier? Moritz, guten Morgen. Ich habe mich gestern etwas umgehört. Dabei habe ich erfahren, dass der Berg der Vorzeit in der Riesenschlucht liegt. Ja, komm los, Anton. Nanu, worauf wartest du? Ach, nichts. Hm? Wolltest du mich nicht gerade etwas fragen? Was ist denn los mit dir? Warum legst du dich so ins Zeug? Wie? Was ist das denn für eine Frage? Du selbst hast ja nichts davon, das tust du das alles nur für andere. Ach, du selbst hast doch nichts davon. Ja, das stimmt. Und genau deshalb streng ich mich so an, weil es eben nicht um mich geht. Du und ich, wir sind doch Freunde, oder Moritz? Ich will mein Bestes geben, eben weil es für dich tue, Moritz. So sehe ich das zumindest. Aber wie auch immer, lass uns einfach alles geben, wie sonst auch. Okay, wir lesen mal eben die Post. Ja, Pokémon, die sich... Ja, ist auch nur Tutorial. Mein Gott, wann kommen die echten Zeitungen? Ich raste aus. So, wir gehen mal kurz hier zu Pilippe. Da ist wieder Schnubberschön. Und dann nehmen wir nicht an. Stahlberg nehmen wir an. Und Finsterfrost. So, hier Mobile-Statue, keine Ahnung, ne? Okay, schön. Und wir... ich will dich nicht anlabern. Ich will hier noch ein paar Sachen kaufen. Oh, ich kann nur eins kaufen. Okay, dann nicht. Dann gucken wir mal schnell hier. 800, 900, 700. Oh, damit Glück gehabt. Ja. Na, danke schön. Nein. So, alles nur Billy Cat. Ja, einzahlen. Hier, hast du nochmal 158. Gib mir auch ein tolles Treuegeschenk. Eine Mini-Belebersame. Perfekt. Perfekt. So, Kangama. Oh, Alter. Oh, scheiße. Palenjai. Lagern. Wir lagern mal eben die ganzen... Dinger hier. Weil die möchte ich eigentlich noch aufbewahren für schwere Zeiten. Oh, perfekte Äpfel lagern wir auch mal wieder ein. Eisen können wir gleich noch benutzen. Okay. So. Alles klar, ich verwahre das für dich auf. Es gibt kein Kapazitätenlager, oder? Ich meine nicht. Zumindest hier nicht. So, dann habe ich hier noch irgendwo Eisen gehabt. Das wollte ich... benutzen, aber okay, dann nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Dungeon. Sollen wir Elektek mitnehmen oder ist das erstmal zu stark? Weil ich hab's ja eigentlich, ne? Achso, wir wollten jetzt erst Dungeons machen, ne? Stimmt. Okay, dann machen wir jetzt lieber hier die Dungeons. Mach mir jetzt Finsterfrost. Ne, mit euch nicht? Mit euch? Mit euch? Alter, ich habe hier schon 5 Teams. Ja, ich glaube mit euch. Aufbrechen. Ja, aufbrechen. Finsterfrost. Frost. Muss ich die Sachen im Dungeon essen oder so? Probier's mal aus. Eisen ist natürlich für die Verteidigung gut. Dann nehme ich Verteidigung 26, dann nehme ich AD. So, perfekt. Dann wollen wir mal hier die Aufgaben machen. Und vielleicht auch später diesen Supergegner hier besiegen. Also ihr könnt jetzt auf jeden Fall abschalten. Wir werden heute nichts mehr an der Story machen. Erst morgen wieder. Ja. Das ist jetzt so der Plan. Der Plan der Pläne. Hi, Quieke, kommst du mit? Oha, du hältst ja 2 Angriffe aus.
So, Muggelbaumschirm. Ist auch weg. Weg vom Fenster. Oh, Mirapla, ich will dich immer noch im Team haben. Nee, willst nicht? Mann. Komm, Mirapla, bitte. Schade. Muggelbaum, hallo. Komm mit. Nee, komm auch nicht mit. Mann, die wollen alle uns nicht haben. Das ist ja gemein. Ja, Ladybug, ich rette dich, ja? Aber erst hole ich mir die Items da unten. Weil ein Vorrat an Äpfel wäre schon cool. Da verfolgt uns irgendwas. Irgendein Fan. Irgendein Fan. Aber wir ignorieren den Fan. Einfach. Und besiegen. Oh Gott. Absorbe, aua. So, Glut machen wir. Aquaknarre, okay. Und ein Ladybug. Auftrag abgeschlossen. Danke. Nee, möchte ich nicht. Oh, Geld, Geld, Geld wieder. Perfekt. Ebene 3. Was ist das denn da für ein Viech? Ist das Saftkorn? Nee, ne? Doch. Kann sein. Was ist das? Also ich erkenne es gerade echt null. Ich würde gerne noch ein bisschen raten. Ach, das ist ein Magpie, oder? Das ist ja rot. Von weit weg sah es irgendwie ein bisschen grünlich aus. Aber es ist, glaube ich, ein Magpie, oder? Kleiner Apfel hier. Ja, Magpie. Oh, gut. Doch nicht farbenblind. Oh, ich habe den Vulkankrater nicht. Egal, du kannst trotzdem mit. Süßi. Ja, ja, ja. So, gehen wir mal hier unten. Lucifer spielt Smite. Okay, was ist denn Smite? Habe ich ja noch nie gehört. Oh ne, jetzt schlafe ich auch noch. Oh ne. Ja, cool, ey. Achso, haben wir besiegt. Glück gehabt. Ah, da haben wir noch ein cooles Item. Der kommt zu uns, dann gehen wir doch lieber hoch. Zigzags, ich komme. Aber erst hole ich den Stock. Den Stocki Stocki. Also ich muss sagen, ich habe mich an die Grafik hier langsam gewöhnt. Am Anfang war ich ja eher so ein bisschen skeptisch, dass mir das doch nicht so gut gefällt, aber gefällt mir eigentlich doch ganz gut. Ich bin zwar immer noch richtig sad wegen den Partnerarealen, dass sie so scheiße hier sind. Ja, das finde ich echt traurig. Also, für 60 Euro und dann nicht hier noch solche kleine Gebiete machen, ja. Lächerlich. Lächerlich. So, Tauburger, du bist da oben. Man muss ja auch erstmal hinkommen. Aber man muss sagen, hier rechts und links sieht schon hübsch aus. Sieht schon hübsch aus. Auftrag abgeschlossen. Komm später wieder, ja. Oh, Tauburger hat den Dungeon verlassen. Nein, möchte ich nicht verlassen. Wir gehen jetzt hier oben, bevor so ein Flora uns sieht. Aber da ist auch noch irgendein Viech. Aber es kriegt uns nicht. Oh, jetzt aber. Oh, ein Visor. Das habe ich noch nicht. Mann. Mann, ich muss es so angreifen, Leute. Wieso versteht ihr das nicht? Ich kann auch mal gucken, was jetzt hier mit Taktiken und sowas ist. Ob es das gibt, weiß ich nicht. Ja, Bodycheck, okay, Beschreibung. Stahl. Durchsetzungskraft. Zustand, okay. Gibt es keine Taktiken mehr oder sowas? Ich weiß es nicht, Leute.
Eisenkugel-Pokémon, Neutralotoso, Toro, Torso. Mhm. Okay. Also hier scheint es nicht zu geben. Vielleicht hier? Bei mir? Bei mir könnte es natürlich geben. Talent, guck mal, ich habe nicht mal ein Talent. So peinlich, ey. Okay, hier gibt es keine Taktik. Ah, hier. Hier ist die Taktik. Wir sind ein Team. Ja, das sehe ich auch so. Mir nach legt mehr Wert darauf, dem Anführer zu folgen, als anzugreifen. Diese Taktik bietet sich an, wenn man es vorzieht, dass sich die Pokémon hinter ihm an... Nee, keine Attacken. Nur dem Gegner hinterher, nee. Warte hier, flieh vor Gegnern. Okay, ich glaube, wir sind ein Team, ist doch noch das Beste. Boden. Okay. Umsehen. Wow. Okay. Also ein paar dieser Dinger da verstehe ich noch nicht, wieso es die gibt. Umsehen. Lächerlich. Mann, ich will Wieso im Team haben. Oh, Enchon kämpft. Aber das schaffst du, oder? Du bist ja schon groß. Ja, du bist groß. Ja, Palenia, bitteschön. Und wir gehen schon mal weiter, okay, Palenia? Oh Gott, das wird, glaube ich, nichts. Wir müssen dahin. Palenia ist tot. Okay, Leute, kommt mit. Hallo, Schalocco. Ja, Feuer. Als ob du das überlebt hast. Nee, hast du nicht. Gut. Und weiter geht's. Oh, da ist Quickle, also über uns. Mann, Magby, ich hätte dich ganz gerne im Team. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Quickle. Quickle hat den Dungeon verlassen. Ja. Achso, nee, dann nicht. Mann. Oh, Knilz! Knilz brauche ich auch noch. Ah ja. Dreimal hintereinander angegriffen, Magby. Was bist du für ein Tier? Knilz, bist du... Nee, du bist kein Knilz. Oh, Alter. Kannst du mal bitte treffen? Danke. So, weg mit dir. Weg mit dir. Knilz, bist du das? Nee, ein Mobau. Mobai. Mobau, ey. Komm ich denn da drauf? Ja, Mobai. Cool. Mobai will in meinem Team. Geil. Vielleicht passiert dann irgendwas mit der Statue, wenn ich ein Mobai hab. Das könnte natürlich sein. Magby, hör auf. Mein Gegner. Mann, ey. Knilz? Oh, du bist auch kein Knilz. Mann, ey. Ich will doch nur einen Knilz haben. Was ist das denn jetzt? Alter, der hat meine Position gewechselt. Wollte auf jeden Fall nicht in unser Team, Leute. Ein Fukano. Oh, Fukano habe ich aber schon. Das heißt, das nehme ich nicht mit. Es tut mir auch ganz... Es tut mir sehr leid. Was ist das hier? Aus Team entfernen. Achso. da ist die Sammelbox. Essen wir mal schnell hier einen Apfel. Ein normaler Apfel reicht, glaube ich. Moritz. Ja. Oh, Geardax. Hey, was ist das? Ah, Knilz. Ich muss zum Knilz, Leute. Ach, Mann. Ah, da unten geht's gar nicht weiter. Mobile, schon wieder Mobile. Ich brauche kein Mobile. Genau, zerstört ist. Sehr gut gemacht. Endlich Adi, endlich hier ist mal etwas stärker. Achso, nee, das ist Fukano. Fukano will ich nicht. Oh, ich schieb euch mal zurück.
Alter. Vorpreschen, ne? Mova, ich nehme dich nie in mein Team mit. Du nervst mich ja richtig. Nee, hab keinen. Oh, warte, da sind noch Items. Die hole ich vielleicht noch? Ja. War eine gute Entscheidung. Was? Was stand da? Ja, ich will weitergehen. Ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Fukano, sorry. Und Teddy Urza habe ich auch schon. Brauche ich auch nicht. Du kannst dir mal hier neue Pokémon hier einfallen lassen. Und so ein Kokowai wäre cool. Okay, Spiel. Ein Kokowai hätte ich gerne. Ich glaube, das ist ja nicht zu viel verlangt, oder? Oh, ja, super. Ah, vielleicht ist das Vorpreschen gar nicht so schlecht. Aber wenn man irgendwelche Pokémon rekrutieren will, dann ist es nicht so toll. Ist es nicht so toll? Da kommt irgendwas? Ein Gera. Oh nein. Als ob jetzt Mobile dahin geht. Mobile. Das will ich doch mitnehmen. Was machst du denn da für einen Scheiß? Oh Gott. Ja, super Mobile. Alter. Passe ich Mobile. Vorpreschen, ey. Du kleines Viech. Ne. Kack Mobile, ey. Ne, mit Lilibus. habe ich eine schlechte Erinnerung gemacht. Wurde zwar nicht besiegt, aber ich wurde überrascht von denen. Okay, hier geht's tatsächlich. Oh, Sichlor. Sichlor ist cool. Will ich haben. Aua. Schade. Hallo Knitz, kommst du in mein Team? Bitte. Oh, scheiße. Ja, schön. Schön, dass du es besiegt. Oh, ich muss was essen. Muss was essen. Apfel. Ja. Ja, stimmt, der Anton ist ja auch schon weg. Nee, brauche ich nicht. So. Wir haben Stöcke. Oh, das Mobile wieder. Gut, okay. Ich mach den letzten Angriff, wie es aussieht. Nice. Schade. Hätte es echt gerne im Team gehabt. Ja. Hol noch das Geld. Perfekt. Hier ist auch keiner, oder was? Seltsam. Wo haben wir denn jetzt noch einen Auftrag? Haben wir keinen mehr? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, hallo Hutut. Gut, er hat keine Hypnose gemacht. Das ist natürlich sehr gut. Ja, Hutut will mitkommen. Perfekt. Den kann ich sogar mitnehmen. Super, super. Oh, du willst das da oben? Oh, ist noch ein Hutut, ey. Oh. Fassade, komm. Gut gemacht. Wir gehen mal hier runter. Oh, verfehlt. Ist nicht ganz so cool. Aua. Tat weh. Also Magby, ne? Du bist echt gut. So, ich würde jetzt trotzdem ganz schön lang, mal hier die Treppe finden, weil ich müsste auf die Toilette. Und ich will keinen Cut machen, ey. Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. So, komm hier oben aber.
Ja, halt Hummels. Ja. Gut. Gut, 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 schnell weg. Gut, da ist Tuska. So. Adi holt ihr Items. Und ich hab Tuska gefunden. Super. So, das war's, oder? Ich glaub schon. Ja. Dö-dö-dö-dö-dö. Magby, yeah! Ach ja, das geht ja weg. Hutut bleibt aber. Ja. Im nächsten Part gehen wir dann in die Riesenschlucht und erfahren etwas über die Vergangenheit oder über die Zukunft. Wer weiß, wer weiß. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von diesem Part. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es heißt, guck mal, Mystery Dungeon, rechts ist die Playlist, links kommst du zum neuesten Video. Bis dann, euer Kamito. Und hau... Oh, Minun ist meinem Team beigetreten. Oh, cool, habe ich noch nicht. Oh, warte, hier ist noch einer. Owei. Mach mal eine Owei. Und das war's. Ja, okay, Leute. Dann war's das für heute. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.